Moin zusammen, ich bin's wieder, Dennis Wittus, und ihr seht, ich habe eine Sonnenbrille auf, weil die Sonne scheint. Und wenn die Sonne scheint, dann hat man die Möglichkeit, diese auch einzufangen und in Strom umzuwandeln. Und das machen wir am besten mit Solarmodulen. Und wir haben hier drei verschiedene Solarmodule mal hingestellt auf der Baustelle bei Ofe Kröger. Und jetzt haben wir natürlich auch Mr. Energiewende Holger Laudelei hier zugegen, der uns einmal erklären soll. Holger, komm mal ins Bild hier. Ja, moin Dennis. Moin Holger, der uns einmal erklären soll die Unterschiede zwischen den einzelnen Solarmodulen. Denn da gibt es welche. Das habe ich mir sagen lassen, und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Holger Laudelei von der Laudelei Betriebstechnik. Du wirst auch Mr. Energiewende genannt, weil du erneuerbare Energien machst. Seit wann ungefähr? Seit 1985. 1985, ja. Da gab es das Wort Energiewende noch nicht. Das wurde erst später erfunden. Da gab es auch noch nicht das Wort Photovoltaik. Damals hießen die Dinger noch Sonnenzellen. Ja, und Solar. Und darf Solar. Man eigentlich noch Solar sagen? Solar ist immer, je nachdem, wie du den Begriff verwendest. Solarthermie, damit ist immer die Bereitung von Warmwasser gemeint. Ja, und reines Solar, da ist meistens dann auch Stromerzeugung mit gemeint. Aber wir sagen in der Regel Photovoltaik. Ja, weil Solaranlage versteht ja immer noch jeder. Ja. Kann man Warmwasser mitmachen oder Strom. Hier geht es um Stromerzeugung. Genau. Und wir wollen heute mal thematisieren, es gibt viele verschiedene Module, Dünnschicht habe ich gehört. Ja, das erklären wir jetzt mal. Dickschicht vielleicht auch. Nein, nee, Dickschicht das ist eher bei Farben und Lacken, das ist so mein Thema. Holger Laudelei erklärt jetzt die Unterschiede der einzelnen Module. Zuerst, Holger, was kommt hier bei Ofe also, oben drauf? Bei Ofe kommt auf Dach ein sogenanntes monokristallines Modul. Diese Technologie ist die älteste Photovoltaiktechnologie. Schon 1958 hat die Firma Sharp in Serie monokristalline Module hergestellt. Die ganze Raumfahrt wäre ohne diese Technologie gar nicht möglich. Das ist welches das hier? Das ist das Aleo X59, neueste Bauart. Ja, das ist ein sogenanntes monokristallines Modul. Wo kann ich ran das erkennen? Wir haben ja hier die einzelnen Zellen, das kann man ja gut erkennen. Diese einzelnen Zellen sind bei monokristallinen Modulen in der Regel, es gibt natürlich immer wieder Ausnahmen, in der Regel so geschnitten, dass sie achteckig sind. Man kann hier oben immer eine kleine Ecke erkennen. Die Zelle ist nicht genau viereckig. Und dadurch haben wir diese Module immer, diese kleinen Punkte, die dadurch entstehen, weil wir eben jetzt die Rückseitenfolie erkennen können. Der Vorteil von monokristallinen Modulen hier bei uns auf dem 54. Breitengrad ist der, dass wir das Modul mit einem sehr, sehr guten Wirkungsgrad bauen können mittlerweile. Aber das Modul hat einen sehr schlechten Temperaturkoeffizienten. Was heißt Temperaturkoeffizient? Die Modulleistung sinkt mit jedem Grad Temperaturerhöhung. Und lass mich mal da reingehen. Und das ist der Grund, warum wir dann auch nur die absolute Peakleistung im Mai erreichen? Genau, weil die Sonne im Mai steht noch sehr, 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 steht einigermaßen hoch schon. Aber wir haben es noch sehr kühl im Mai. Das heißt also, im Mai können wir die Peakleistung der Anlage, wenn wir eine 10 kW Peakanlage haben, können wir diese 10 kW Peak teilweise erreichen. Und mit dieser neuen Generation von Aleo, ja, können wir sogar weit drüber gehen. Ich habe neulich mal ein Foto vom Kunden gekriegt, eine 9,6 kW Anlage lag bei 10,8 kW. Und das funktioniert aber nur im Mai? Danach steht die Sonne zu hoch und dann wird es zu warm wieder. Weil dieser Temperaturkoeffizient sorgt jetzt dafür, dass das Modul, je wärmer es wird, und wir haben bis zu 120 Grad auf dem Dach, immer weiter mit der Leistung runtergeht. Trotzdem haben die Module seit ungefähr 6 bis 8 Jahren einen extremen Vorteil gegenüber der anderen Technologie, die wir gleich vorstellen. Die waren bis vor 6, 8 Jahren waren beide Technologien auf unserem Breitengrad gleich. Aber diese Technologie hat jetzt einen riesen Vorteil, weil das Diffuslichtverhalten immer besser wird durch verschiedene Tricks. Und ich möchte das ganz kurz mal zeigen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das mitkriegt. Wir haben hier die sogenannten Busbars. Man nennt das eben die Kontaktierung der Zellen. Das hier ist ein Modul, dort ist die eine Seite die Plusseite und die hintere Seite ist die Minusseite. Und diese Kontaktierung, die sogenannten Busbars, verbinden die Zellen miteinander. Ich habe hier einen Laserpointer. Und jetzt ich sag mal, was passieren müsste. Ich weiß nicht, ob wir es draufkriegen. Weil diese Busbars beschatten die Zelle, wenn ein Sonnenstrahl hier drauf trifft.
Und ich lasse jetzt mal einen Sonnenstrahl drauftreffen durch den Laserpointer. Dann kann man sehen, dass die Busbar so gearbeitet ist, dass der Strahl, der dort auftritt, nach rechts und links abgelenkt wird. Ja? Wir können das mal machen. Das kann man jetzt ganz bisschen, kann man das sehen. Das Sonnenlicht wird... trifft jetzt da drauf. Ja. Normalerweise würde hier eine Beschattung stattfinden und das Licht würde, weil ja diese Lötbahn reflektiert ja das Licht. Ja. Und diese Lötbahn ist jetzt so gearbeitet, dass das Licht nicht reflektiert wird, sondern nach rechts und links abgelenkt wird. Ja. So, und das ist der enorme Vorteil. Dadurch haben wir quasi die Schattenwirkung dieser Busbars. Der wird im Prinzip, das Licht trifft hier rauf, ja, und wird hier reingedrückt. Genau, oder wird nach rechts und links abgelenkt. Man kann das, im Dunkeln kann man das eigentlich mit dem Laserpointer sehr, sehr gut sehen, wie das abgelenkt wird. Und das hat dazu geführt in den letzten Jahren mit einigen anderen Veränderungen noch, dass die Zellen werden ja immer dünner, ne? Damit, ja, werden sie auch immer besser. Und das hat dazu geführt, dass die Module immer besser wurden vom Wirkungsgrad und vor allen Dingen immer mehr diffuslichtfähig, was ja in unseren Breitengraden wichtig ist. Jetzt, weil viele Sonnenstunden haben wir ja nicht. Diffuslicht, erklär mal, was ist Diffuslicht? Diffuslicht ist das, was wir im Moment haben. Der Himmel ist bewölkt, die Sonne scheint zwar, aber hinter den Wolken, und wir haben jetzt quasi gestreutes Licht, was aus allen, genau, Richtungen kommt. Dunkelheit ist kein Diffuslicht. Ja, das müssen wir ja mal abgrenzen. Übrigens, mal ein Scherz wieder am Rande. Das werden die Zuschauer jetzt nicht glauben, was ist wirklich passiert. Wir neigen ja dazu, Scherze zu machen. Und wir haben vor Jahren mal mit meinem einen Großhändler, den ich damals hatte. Du neigst dazu, ich nicht. Wir haben auf einer Internetseite fertig gemacht, wieder mal am 1. April, und haben gesagt, endlich lieferbar, Mondlichtmodule. Endlich können wir über 24 Stunden Strom erzeugen. Die Module sind mondlichtfähig. Das wäre ein super April-Scherz für nächstes, ja, Jahr. Du, wir haben jetzt den jetzt hier. Oh nein, Holger. Pass auf, Dennis, und du wirst es nicht glauben. Es war wie bei dem Telekom-Adapter. Wir haben Bestellungen gekriegt. Du kannst es dir nicht. Die Leute haben am Montag, wir haben das am Freitag, der erste war Samstag, der 1. April. Wir haben am Freitag die Internetseite freigeschaltet. Am Montag kam die erste Bestellung. Also es ist gefährlich, dass du Scherze machst. Das haben schon einige Zuschauer geschrieben. Der Laudelei ist so überzeugend, dem glaubt man das. Und wenn er noch mehr Scherze macht, dann glaubt man ihm nachher nicht mehr das, was wirklich stimmt. Also an dir ist wirklich ein Entertainer verloren gegangen. Ja, habe ich aber auch nicht vor. Ja, nein. Aber ich finde, du hast mehr Ähnlichkeit mit Gerd Fröber und das war ein richtiger Charakterdarsteller. Ja, ist auch einer meiner Lieblingsschauspieler. Genau, aber wir machen weiter hier im Text. Also, monokristallines Modul ist immer diffuslichtfähiger geworden. Hier habe ich jetzt kapiert, wenn hier das Licht drauf fällt, dann wird das hier abgelenkt in, genau, die Zellen. Die Zellen werden immer dünner. Und jetzt ganz wichtig, dieses Modul wird ja in Deutschland hergestellt. Und das Schöne ist, die sogenannte Energierücklaufzeit ist bei deutschen Modulen wesentlich besser als bei Produkten aus Asien, weil wir in Deutschland schon 40% erneuerbare Energien im Netz haben. Und dadurch wird dieses Modul ja quasi schon mit Modulleistung und Windkraftleistung wird es ja energetisch schon erzeugt. Und dadurch ist die Energierücklaufzeit oder die Energiebilanz des Moduls liegt bei etwa ein Jahr, während Produkte aus Asien maximal 3 Jahre brauchen, um die Energie wieder einzuspielen. Die Professor Quaschnick sagt 3 Jahre. Ja, der hat also alles mal dazu genommen. Ne? Und wir, ja, wissen es halt mittlerweile etwas besser, ne? Weil wir mit Aleo auch in engen Kontakt stehen. Werden, was das anbelangt. Werden in Japan noch Module hergestellt? In Japan wird auch noch hergestellt, ja. Ich habe ja bei mir Sharp-Module, genau, die drauf. Kommen aus Japan. Und da ist ja viel Atomstrom im Netz. Da ist sehr viel Atomstrom im Netz, ja. Das ist leider so. Und das wird sich im Moment auch noch nicht ändern. Obwohl die Japaner böse dabei sind, das zu ändern. Die bauen auch immer sehr, sehr viel erneuerbare Energien auf. So, das ist das, was Ofe kriegt, genau, was du hier installierst, was, genau, aktuell nach deiner Meinung Stand der Technik ist. Was haben wir jetzt noch hier? So, dann kommt die zweite Art. Also das hat man so ab 1958 angefangen. Die sogenannte monokristalline Technik. Dann kam Mitte der 60er Jahre, hat man die sogenannte polykristalline Technik entwickelt. Die kann man auf den ersten Blick immer ganz gut daran erkennen, dass die Zellen jetzt viereckig sind. Ja? Die haben also nicht diese Kante da. Ne? Daran kann man sie immer erst erkennen. Und diese haben genau das Umgekehrte wie bei den Monomodulen. Die haben einen schlechten Wirkungsgrad, aber einen besseren Temperaturkoeffizienten. Das heißt im Umkehrschluss, nähern wir uns dem Äquator, also kommen wir immer näher an die heißeren Zonen ran, sind das die besseren Module. Und jetzt lass mich raten. Ja. Sie sind dafür nicht so gut diffuslichtfähig. Genau, das ist das Riesenproblem. Aber das ist auch egal, da wo sie eingesetzt werden, zwischen dem 20. und 40. Breitengrad, da wo sie hingehören, da spielt Diffuslicht eh keine Rolle, da haben wir wesentlich mehr Sonnenstunden. Aber trotzdem werden die auch von Solaranlagenbauern in Deutschland verbaut. Weil sie billiger waren eine Zeit lang. Während der Boomzeit von 2007 bis 2012 wurden sehr, sehr viel Polytechnik
aufgebaut und sehr wenig Monotechnik. Wir sind eigentlich immer auf Monotechnik geeicht gewesen. Schon immer, bei mir auch, oder wie? Nee, du hast Dünnschicht, da kommen wir gleich zu. Die gibt es nicht mehr. Die gibt es noch, die Technik, aber die wird in Deutschland, hat die quasi keinen Nutzen mehr, wird nicht mehr verwendet. Ne? Aber 2012 war das noch so, oder 2011? Da haben wir, also ich habe selber ganz, ganz viele Dünnschichtanlagen, die gehen wir gleich zu. Jetzt mal eben nur von den Quadratmetern. Heute ist es so, dass so ein Modul hat 1,7 Quadratmeter, ist 1,70 Meter mal 1 Meter. Und so ein Modul hat heute schon von Aleo bis zu 320 Watt. Wir brauchen also knapp 3 Module, um 1000 Watt zusammenzukriegen. Das sind noch nicht mal mehr 6 Quadratmeter. Wir waren vor 5-6 Jahren waren wir noch bei 8 bis 9 Quadratmeter. Das heißt, die Modulleistung auf der Fläche steigt immer weiter an. Das ist bei den Polymodulen leider nicht so. Die sind, ich will nicht sagen stehen geblieben, die erhöhen sich auch. Aber für die Polymodule brauchen wir einfach mehr Platz, wenn wir die gleiche Leistung auf der Fläche erzeugen wollen. Ne? Und Polymodule, also wir verbauen sie nicht mehr. Ne? Wir haben jetzt hier nochmal eins da. Das ist aber sie sind billiger. Noch heute oder nee, nicht das mehr? Ist jetzt hat sich auch schon ausgeglichen. Das ist etwa gleich. Ne? Das ist ein altes S18, das haben wir auch mal verbaut. Das war in der Zeit, wo es eben einfach nichts gab. Das ist ein altes S18. Heute ist das sogar Geld wert, weil wenn wir irgendwo einen Sturmschaden haben, wir haben noch 12 Stück davon. Wer also ein S18 noch im Dach hat von Aleo, bei uns melden. Die Versicherung zahlen Höchstpreise für die Module mittlerweile. Ja, dann gehen wir mal zum Dünnschichtmodul. Ja. Die Dünnschichttechnik ist Anfang der 70er Jahre entwickelt worden von einer Firma namens Kaneka in Japan. Die hat also die Grundlagen dafür gelegt. Man muss sich Dünnschichttechnologie so vorstellen. Ich habe eine Glasscheibe und die bedampfe ich mit einem leitfähigen Material. Also quasi mit einem photovoltaikfähigen Material wird die bedampft. Und man hat dieser Technik mal unglaubliche Wachstumsraten bescheinigt. Und es war in der Zeit von 2007 bis 2012 auch so, dass wir unfassbar viele Dünnschichtanlagen gebaut haben. Jetzt kommen als Vor- und Nachteile. Geht los. Der Vorteil ist, Module ist unglaublich einfach zu fertigen und die sind unglaublich billig. Ja? Das sind die Module, die du übrigens auch auf dem Dach hast. Das ist jetzt ein Empelsun, du hast Sharp, aber die Technik ist die gleiche. Und sie haben einen extrem kleinen Temperaturkoeffizient, noch kleiner als Polys. Das heißt, Äquatornähe sind das die optimalen Module. Bei mir auf dem Dach wird es ja auch richtig, richtig heiß. Der Nachteil, du brauchtest bei deinen Modulen, und das ist bei dem Modul nicht anders, um 1 kW raufzukriegen, ja, brauchtest du bei dir 12 Quadratmeter, also quasi fast das Dreifache von dem, was wir heute für Monos brauchen. Das heißt, ich würde heute nur ein Drittel der Fläche brauchen, um die 100 kW darauf zu kriegen, die bei dir heute drauf sind. Deswegen würde hier auf dieses Dach auch 100 kW gehen? Locker, ja, mit den Modulen, ja, mit den Monomodulen von Aleo. Aber damals hat man das gebaut, weil es halt so günstig war. Es war unglaublich günstig. Das ist eine Glasscheibe, die bedampft wird. Und da kommt dann eine Kontaktierung ran, dann war es das. Da muss da ein Rahmen rum. Also die haben einfach wenig gekostet. Gut, und auf so einem Flachdach, wo flirrende Hitze im Sommer oben ist, dann auch nicht so schlecht. Ja, das passt gut, ne? Weil sie eben auch vom Temperaturkoeffizienten sehr, sehr gut sind und extrem gut diffuslichtfähig sind. Ne? Nur leider sind die Monos heute schon fast besser geworden, die Monokristallinen in der Diffuslichtfähigkeit, als die Dünnschichtmodule. Die Technik ist in Deutschland tot. Wo sie noch verwendet wird, ist... Aber Diffuslichtfähigkeit ist gut. Das ist sehr gut. Und du siehst ja an meiner Fassade, das sind ja die gleichen Module, die du auf dem Dach auch hast, haben wir damals Fassaden gebaut mit Dünnschichtmodulen. Erstmal sehen sie schicker aus, weil sie schön schwarz sind. Ja. Wobei es die... Ja, so ein bisschen Aubergine, oder? Es ist schon ein bisschen Aubergine. Es gibt auch pechschwarze. Deine sind auch so ein bisschen bräunlich, die du auf dem Dach hast. Das ist bei allen Modulen ein bisschen verschieden. Aber entscheidend war die Diffuslichtfähigkeit und dadurch auch fassadentauglich. Ja, das Modul, was so oben raufkommt, gibt es natürlich auch in pechschwarz. Das heißt dann X79. Im Moment ist es so, dass wir 80% aller Anlagen mit X79 versehen, also mit schwarzen Modulen und schwarzem Trägersystem, weil das sieht einfach besser aus bei Einfamilienhäusern. Bei Gewerbeobjekten. Hier ist ja egal. Ja, lass das nicht Uwe hören. Nein, das sieht man ja nicht. Nein, man sieht es hier nicht. Man sieht das nicht und das ist ein technischer Bau. Genau. Und da kann das auch so sein, wie die Technik das vorgibt. Das ist kein Einfamilienhaus, wie das Haus da hinten. Da kann ich das verstehen. Wir zeigen es jetzt nicht, weil Datenschutz und so, das ist ein pechschwarzes Dach. Und da will ich natürlich dann keine Aluträger oder sonst was haben. Nein, dann nehmen wir auch ein schwarzes Montagesystem, was du ja oben schon gesehen hast auf dem Dach. Man muss natürlich fairerweise sagen, wenn es ein schwarzes Modul ist, ist es ja nichts anderes, als über die Zellen wird eine schwarze Folie gezogen hinter dem Glas. Die schwarzen Module haben 3% weniger Ertrag. Gut, das muss man verschmerzen. Jetzt habe ich ein grünes Dach. Du meinst ein begrüntes Dach mit... Nein, ich habe ein
grüne Pfannen. Ja. Und der Architekt hat das gemacht. Oder ich bin in einer Stadt, wo ich nur grüne Dächer haben darf. Ja. Diese, in den 70er Jahren wurden ja auch Farbleitpläne gemacht und so. Kriege ich die auch in grün? Leider nicht. Aber Problem wäre das nicht. Weil die sogenannte Reflektorschicht, die Antireflektorschicht, weil das Modul soll ja kein Licht zurückwerfen möglichst, ja? Ja. Das ist ja ganz entscheidend. Und diese Antireflektorschicht hat sich nun mal am Anfang in Blau durchgesetzt. Das ist so eine blaue Schicht. Ja. Ja? Es ist aber überhaupt kein Problem, sowas in Gelb, Rot, Grün oder egal welche Farbe. Wir hatten mal die Hoffnung vor 10, 15 Jahren, da haben wir schon unser Montagesystem in verschiedenen Farben eloxieren lassen, weil die Industrie signalisiert hat, dass es mal günstig bunte Module geben wird. Hat sich bis leider nicht durchgesetzt. Aber es gibt ja bunte Module. Ja, du kannst sie kaufen, aber sie sind wahnsinnig teuer. Das wird im Moment mit Folien gemacht. Ne? Dann nimmt man eben die normale Zelle, weil du kannst ja nicht extra eine Zelle herstellen lassen. Das ist ja viel zu teuer. Also auf Deutsch, bunte Module empfiehlst du im Moment nicht, Nein, weil sie zu teuer sind. Ist einfach zu viel Geld. Ne? Und das hier ist ein guter Mittelweg. Aleo ist ein sehr, sehr guter Mittelweg. Natürlich gibt es Module, wir nennen die jetzt auch ruhig mal. Es gibt Module von SunPower, die sind super. Das sind richtig, kommen aus Amerika. Die Technik kommt aus Deutschland, aber das hat die Firma SunPower gemacht. Die sind sehr, sehr gut. Und was ich noch empfehle, ist LG. LG ist ein hervorragender Modulhersteller, haben auch etwas höhere Leistung. Die LG stellt ja alles her. Ja, Batterien, Fernseher, Module. Ist eine meiner Lieblingsfirmen, weil die einfach das, was sie tun, machen sie gleich richtig. Die machen einfach keine Experimente, die machen das gleich ordentlich. Ne? Aber wir haben mit Aleo beste Erfahrungen. Wir sind jetzt seit Jahrzehnten mit Aleo gut gefahren. Und das ist einfach ein sauberer Mittelweg mit Aleo. Ich habe dir ja schon mal erzählt, ja, Photovoltaikanlagen bestehen aus drei Dingen. Den Modulen, dem Montagesystem und dem Hauskraftwerk. Und ich benutze immer die gleichen Sachen. Das ist für mich entscheidend. A, habe ich die größte Erfahrung dann da drauf. Das Wechseln von Systemen hin und her erfordert zu viel Werkzeug, erfordert zu viel Ausbildung der Leute. Muss man alles nicht haben. Ja? Und deswegen traue ich mir auch zu, dass wir hier das in 24 Stunden hinkriegen. Weil wir da einfach wissen, was wir machen. Ja, Holger, vielen Dank, dass du uns das hier einmal erläutert hast, was es hier mit den verschiedenen Modulen so auf sich hat und was du davon denkst. Das ist natürlich jetzt auch deine ganz subjektive Sicht. Ich weiß jetzt schon wieder die Kommentare, nein, das Modul ist auch gut und das andere ist besser und so. Schreibt das gerne in die Kommentare. Holger schreibt ja auch fleißig mit. Wir werden das auch versuchen zu beantworten. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr darüber? Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das ein bisschen geholfen hat, dann Daumen hoch. Ja. Und was sagst du? Ja, ich sage, wenn ihr was machen wollt, dann macht es gleich ordentlich, ja, und verlasst euch nicht darauf, dass es irgendwelche billigen Komponenten in dem System gibt, weil sowas muss 30 Jahre halten. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Dennis Wittus. Mein Name ist Holger Laudelei. Bis dann und tschüss. Und tschüss.